Hallo, dies ist wieder Exi, Squad mit Bomberman Max Blue Champion. Mittlerweile hängen wir am finalen Bosskampf gegen Brain und meine Güte, dieser Bosskampf, er ist halt leider, muss ich ganz klar sagen, er ist halt nicht untypisch für Bomberman-Spiele. Er ist absolut nicht untypisch. All das, was hier so passiert im Kampf, das ist alles ganz, ganz typisch für Bomberman-Bosse. Nichts von alledem ist sonderlich überraschend, wenn man mit Bomberman so ein bisschen Zeit verbracht hat. Also mit den Bomberman-Spielen. Dann ist hiervon nichts wirklich überraschend. Nee, aber ich habe zum Teil halt das Gefühl, dass die alte Technik des Gameboys schon auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen dafür sorgt, dass Bosskämpfe tendenziell schwerer werden, als sie sein müssten. Ich meine, wir sehen hier durchaus auch die eine oder andere Sache, die man sowas von anderen Bomberman-Spielen sieht. Wie gesagt, es ist alles nicht untypisch hier. Andererseits haben wir aber trotzdem das Problem, dass zum Beispiel in Sachen Kollision das Ganze hier halt noch viel gröber ist, als es das jetzt zum Beispiel noch zu Super Nintendo-Zeiten war. Was soll ich machen, wenn zwei solche Teile gleichzeitig auf mich losgehen? Die Seitendinger kaputt zu machen, bringt halt auch nichts. Die lassen ja keine Gegenstände fallen. Ansonsten würde ich sagen, ja, okay. Dann muss ich die halt kaputt machen. Ja, mir Bomben legen können, bringt mir in der Situation halt auch herzlich wenig. Ich kann auch nicht wirklich sagen, was jetzt hier eine gute Taktik ist und was nicht. Ja, ganz ehrlich, ich sehe keine. Und die werden halt auch nicht davon aufgehalten, wenn sie Schaden nehmen. Das ist halt der nächste Punkt. Die nehmen hiervon ja auch keinen Schaden. Brain, magst du nicht einfach krepieren? Komm schon! Na! Komm schon! Ja, komm, das ist der Sterbeton! Huhuhu!
Brain ist geschlagen. Meine Güte. Save complete. Oi, oi, oi. Is this the end? Are you sure? Nee. Nee. Ist es halt nicht. Ah, okay, jetzt geht's darum. Oh, heißt das, dass wir... Ah, aha. Okay, perfekt. Dann, das heißt, man muss das Spiel einmal durchspielen, um dann alles Weitere... Oh, das ist ja gut. Das ist gut. Nee, aber ich find's auch sinnvoll, muss ich sagen. Ich finde das wahnsinnig sinnvoll, dass man sagt, ja... Es gibt zwar so eine Kartenoption für den Spieler, aber die muss er halt erstmal freischalten. Der Spieler soll einfach erstmal generell das Spiel durch. Bevor er dann in irgendeine Richtung weiter darf. So. Natürlich gehst du dann wieder weg. Ich meine, die Portale sind schon da. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber wir bräuchten trotzdem zumindest noch so ein bisschen was an Grundausrüstung, bevor wir anständig weitermachen können. Ich bin froh, dass wir jetzt zumindest diesbezüglich schon was geschafft haben. Damit sind wir dem Ziel dieses Let's Plays schon ein ganzes Stück weiter. Denn wir haben natürlich die 100% im Blickfeld, die stehen bisher nur deswegen nicht im Titel, weil ich mir nicht sicher war, wie das mit den 100% in dem Spiel aussieht, wie leicht das zu machen ist und so weiter. Oh, jetzt frage ich mich nur gerade, wo waren die Portale denn hier noch gleich? Gut. Ja, da haben wir ein Portal. Oh. Oh, sag ich. So viel dazu. Ja, die Carabom-Aufgabe. Was ich an dem Spiel, was ich halt schon mal sehr schade finde, ist, dass wir unsere Gegenstände nicht behalten dürfen, levelübergreifend. Das würde uns, hätte uns halt schon sehr oft wirklich gut geholfen, wenn wir das gedurft hätten. Also ich meine, klar, Feuerkraft, Bombenanzahl und die Rollschuhe, die durften wir weiter behalten, aber... Ach, komm schon. Aber ich meine halt sowas wie die Stachelbomben oder die Fernzünderbomben. Gerade gegen Bosse wären Fernzünderbomben halt schon sehr nützlich. So Gegner wie Brain erlegt man damit wesentlich besser. Das war aber auch eine Sache, die halt in anderen Bomberman-Teilen üblich war. Also da hat es mich auch gewundert, dass das hier nicht der Fall ist. Dass wir hier unsere Fähigkeiten nicht alle behalten dürfen. Bei den anderen Bomberman-Teilen zur Not hat man sich halt... Also gerade im fünften Teil haben wir halt zur Not gesagt, okay. Wir haben jetzt ein Game Over gehabt. Wir müssen damit den Boss nochmal machen. Dann gehen wir einfach wieder ein paar Level zurück, rüsten uns besser aus und probieren den Boss dann nochmal. Ist hier halt keine Option, wie es scheint. Was schade ist. Ah.
Für den einen oder anderen Boss hätte ich mich dann schon lieber nochmal ein bisschen vorbereitet. So, hier hat man auf jeden Fall noch ein Portal. Und hier ist es dieser eine, hier ist es dieser Durchgang, der das Ganze so schwierig macht. Dieser Durchgang, in dem ich die Gegner nicht besiegen kann. So. Muss ich gerade überlegen, genau, das da oben haben wir beim letzten Mal. Haben wir beim letzten Mal genommen. Da ist noch ein blaues. Gut. So. Hoppala. Du kannst mir nischt. Ah ja. Halt, die ganzen Holzbrücken. Alles klar. Ja. Im Endeffekt läuft es bei einigen der Missionen darauf hinaus, nutze. Oder generell bei den Missionen, nutze die ganzen Mechaniken, die du hier in dem Gebiet vorfindest. So. Rap. Und weg mit dir. Was auch immer du da jetzt gelöscht hast. Auch wenn ich sagen muss, dass diese umgestürzten Bäume, irgendwie wirkt das von der Kollision her komisch. Ich meine, es sieht richtig aus, aber irgendwie sieht es komisch aus. Also das heißt, es sieht richtig aus, weil man ja tatsächlich über den Baum drüber laufen muss. Auf der anderen Seite aber, naja, ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine. Man verkennt dann so ein bisschen die Höhe, aber das liegt halt auch an der räumlichen Darstellung in dem Spiel. So. Schön, wenn wir wieder Blöcke zerstören. Könnte sein, dass hier irgendwo drunter ein Leben liegt. Ich meine, beim letzten Gebiet, das wir gesehen haben, da haben wir ja wirklich viele Leben gefunden. Ja, umso schade, dass wir dann trotz so vieler Leben, die wir beim Endgegner dann hatten, letztendlich wieder nicht weiterkamen. Allerdings habe ich dann so ein bisschen Angst vor dem, was mich dann da noch erwarten könnte. Im Sinne von, wenn ich dann die 100% habe, heißt das dann im Klartext potenziell, dass Brain noch eine Phase hat? Brain, also die letzte Phase, die wir jetzt gerade vorher, die wir erlebt haben, die ist halt schon wirklich gemein. Aber generell funktioniert Brain ein wenig anders als die typischen Bomberman-Bosse. Die erste Phase ist noch relativ typisch. Aber wenn es dann darum geht, um die anderen Phasen. Gut, die zweite Phase, sag mal, ist auch noch verhältnismäßig typisch im Sinne von. Oh nein, 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 nein. So, rübergehen. Gut. So, wo haben wir unsere Portale? Und hoffentlich ist ein blaues dabei. Natürlich beim Vulkan. Wo auch sonst. Aha. Nur rote? Wirklich? Wir haben da unten ja noch einen Übergang. Ja, okay. Ne, hier unten waren wir schon. Also muss es eins von den roten sein. Na gut, rot heißt ja nicht zwingend zurück, sondern kann genauso gut auch einfach bedeuten. Genauso gut auch einfach bedeuten. Ja, Axi. Sprich dich aus, hören dir zu. Zumindest einer. Dass wir uns nicht zurückwerfen, sondern halt in ein anderes Level, wo wiederum blaue Portale auf uns warten. So war der Satz gemeint.
Okay, schneller können wir schon nicht mehr werden. Ah ja, ja, mal zumindest schon mal ein blaues Portal, das ist gut. Weiß nicht, ob hier noch ein blaues gewesen wäre, aber... Ah ja, wir kriegen wieder einen Carabomb. Bin vor allem froh, dass wir es dann hier wieder mit einer leichten Mission zu tun haben. Ich weiß ja nicht, wie früh die ganze Sache mit den... Ach so, ich hab den nicht ein zweites Mal... Ja, es kam ja auch nicht der Sterbeton vom Gegner. Arrrr. Mist. Ja, Spiel. Gib mir bitte ein paar Leben. Ich hätte meine Sprengkraft gern behalten. Was hat jetzt dieser... Komm schon. Arr. Hm? So klingt das nämlich, wenn ein Gegner erledigt wird. So klingt das nicht. Haben wir aufgepasst, Xi. Merkt man es uns für die Zukunft? Hm? Passt man in Zukunft auf? Ob Gegner erledigt sind? Hm? Naja, auch der Carabomb ist mir geläufig. Sehr. Gut. Weiß ja nicht, vielleicht vereinen am Ende ja die Carabombs ihre Kräfte und... Rescue Carabomb. Shell. Nee, ich bleib bei unserem jetzigen. Den haben wir später gekriegt, er ist stärker. Und vom Element her sind sie dasselbe. Oh, okay. Von hier aus haben wir noch zwei Gänge. Könnte aber bedeuten, dass wir zu einem, und ja, leider weiß ich das, dass wir zu einem anderen Boss kommen. Leider gibt's wohl bei tatsächlich von jeder Bosssorte drei Level, die man finden kann. Was ich ziemlich seltsam finde. Weil ich mir denke, warum soll ich den Boss so oft erledigen? Ich weiß, dass da drüben auch weiterhin was passiert. Auch wenn ich es nicht sehe. Aha. Verschwinde. Gut, wieder einer weg. Ach so, bezieht sich das in den Fällen dann wirklich auf den Generator oder was? Dass der Generator weg muss. Das war potenziell ein Fehler. Ja, hier. Alle weg. Alle weg. So. Natürlich. Verdammt. Oh, gut. Das wäre jetzt potenziell wieder schief gelaufen. Hm. Ja, es passiert aber auch so schnell in Bomberman, dass man sich selber erledigt. Das ist unfassbar. Muss kaum ein... Spiel, bei dem man sich selbst dermaßen in die Bredouille bringen kann. Das geht natürlich auch in anderen Spielen, aber Bomberman ist da also ein ganz guter Kandidat bei dem Thema.
Weg mit dir. Gut, zwei noch. Mehr Flämmchen. Ich bin aber ehrlich gesagt schon ein bisschen erstaunt, dass das Spiel als Game Boy Color Spiel, also doch eine verhältnismäßig schwache Konsole, dazu in der Lage ist, auf so eine große Entfernung immer noch zu berechnen, was mit den Gegnern passiert. Das ist jetzt nicht selbstverständlich, dass eine solche Konsole dazu fähig ist. Also, wenn ich die Flamme jetzt dann nochmal treffen würde. Ah, ja, wenn hier nicht alles zugewuchert wäre. Das war knapp. Ich glaube, das hätte mich gleich noch erwischt fast. So. Jetzt heißt es wieder Portale suchen. Ja, wahrscheinlich wieder beim Vulkan. Einfach nur, weil... Natürlich beim Vulkan. Jep. Und wir sind bei einem anderen Boss. Es ist zwar, glaube ich, der... Ah, ja, aber der hat einen anderen... Der hat andere Texturen um sich herum. Und er wäre erledigt gewesen. Na ja, komm. Besser, dass du gleich angreifst. So. Ein Treffer müsste jetzt noch sein. Ja. Gut. Der wäre aus dem Weg. Jep. Wieso schickt's mich jetzt weiter? Wieso steht da Selected? Ich verstehe es nicht. Wir sind jetzt im ersten Level auf jeden Fall noch nicht fertig. Also im ersten Beat meine ich. Wir müssen den Boss insgesamt dreimal besiegen. Auch schon wieder eine Frechheit. Ach ja, schön. Gut. Kleinen Moment. Scheint sich erledigt zu haben. Mache ich halt nach der Folge eine kleine Pause. Achso, stimmt eigentlich. Ich muss ja gar nichts mehr erledigen. Ich bin ja schon durch, meine Güte. Ich brauch doch gar keine Zeit mehr verschwenden. Alles, was rote Teleporter hat, da brauchen wir uns gar nicht mehr bemühen. Da springen wir einfach nur noch in einen Teleporter rein und gut ist. Zack. Naja, unser Überleben sichern sollten wir trotzdem.
ist ja. Na dann, tschüss. Das große Problem entsteht allerdings jedes dann immer, wenn wir. Wenn wir so durch die Level durchgehen, dass wir am Ende beim Boss, bei einem Boss landen, den wir schon mal hatten. Dann haben wir ein Problem. Super. Mal kurz sagen, dürfte ich dann bitte... Ach, ich mag die Musik in dem Gebiet hier. Gefällt mir bisher am allerbesten. Allerdings auch erst ab dem Punkt, ab dem sie lebhaft wird, muss ich sagen. Oh, schön hast du den Gegenstand da oben hingelegt. Ganz offenbar. Yep. Waren wir in den Portalen überall schon. Das ist schlecht. Ja, ich weiß halt leider nicht mehr, in welche Portale ich dann damals gegangen bin. Beziehungsweise, letztendlich ist es irrelevant, weil ich mich dran erinnern müsste. Wie viele Portale jedes Gebiet hatte. Wie viele blaue Portale. Jetzt sind wir wieder ganz am Anfang. Das Problem ist, das Gebiet hier kommen wir halt überhaupt nicht durch, wenn wir uns nicht um die Ninjas kümmern. Ja. Jetzt, wo wir schon erledigt sind, kann er sich natürlich treffen lassen, der Olle. Klappt das mit der Zeit? Spare ich mir mal auf. Ah, diese Ninjas! Ah. Andererseits, jetzt kann ich doch... Die haben jedes Mal wieder eine andere Darstellung, ne? Fürs Speichern. So, jetzt habe ich gespeichert und jetzt sagen wir mal Quit. Ja, Bomberman, wir legen gleich wieder los. Wir haben ja gespeichert. So, das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will wieder weitermachen. Fall 1. Ist doch der Fortschritt immer noch gespeichert? Das heißt, wenn ich hier bin, genau. Das heißt, ich kann mich jetzt von hier aus weiter vorarbeiten. Okay, ja, genau. Und da fehlt uns noch ein Boss. Jetzt gehen wir mal hier hin. Und schauen mal, ob wir von hier aus noch ein blaues Portal finden. Oh Gott. Ich meine, man kann diese Gegner schon noch erwischen, indem man sie seitlich mit der Bombe trifft. Aber... Mhm, genau so. Das Blümchen ist mal wieder erledigt. Nein! Ah, ich wusste, wieso habe ich noch eine Bombe gelegt? Ich Depp! Ah! Ja, wird alles viel leichter, weil wir direkt in die Portale rein können. Ja, ich sehe schon, was ich davon habe. Natürlich.
Ah ja, ich verstehe schon, was das Problem bei den Gegnern ist. Ah, Moment. Habe ich da drüben gerade noch ein blaues? Ah, da ist noch ein blaues. Yep. Da wollen wir hin. Nach Möglichkeit. Hättest du nicht woanders entspucken können? Sag mal. Könnt ihr generell einen besseren Platz suchen? Naja, wie dem auch sei. Wir sind durch das Level auch wieder durch. Okay. Ja, die Totenschädel. Na super. Okay, aber mit dieser Mission und wenn wir Glück haben, dem dritten des. Der dritten Version des ersten Bosses, befassen wir uns dann in der nächsten Folge bei Bomberman Max Blue Champion. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.